Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kraft auf dem Marsch. Wir werden jetzt auf der Wiese anfangen, sich Gras mähen. Dazu machen wir erstmal den Kurs. Fertig. Mit Schwatt. 9 Meter. Und wir werden am 1. Input starten. Und auf geht's. Das scheint gleich zu klappen. Da geht doch ein bisschen ganz schön in der Breite. Na ja, gut. Die Ballpräsenz auf, das entscheidend, das ist gut. Wir müssen ein bisschen beeilen, weil jetzt ja gleich wieder festmachen. Wir fahren zu BGH Nord und liefern da die Ballen ab. Dann werden wir gleich zurückfahren und die anderen Ballen einsammeln. Das ist ein bisschen steil für die großen Fahrzeuge. Da wird es Probleme geben im Winter, wenn Schnee liegt. Wieso, da fährt er schon los, der grüne Fan, und macht die Wiese platt. Kann man auch schönes Geld verdienen. Wenn die Silageballen erstmal zu dem geworden sind. Noch sind es ja Grasballen. Das wird man gleich vergleichen, das wird man gleich messen. Ich muss noch rechts abbiegen. Ups. Und dann gleich wieder links. Und dann wieder rechts. Hier ist es. Ah, da sind schon ein paar da. Auf. Das soll er nicht machen. So. Messen. Wir brauchen noch 200 Stunden, ja. Das gleiche. Das hat auch schon lange Zeit gemacht. Aber gut, dass du Bescheid weißt. Das heißt 22 Stunden in Game, jetzt haben wir 10 Uhr. Ja. Morgen um 8 Uhr werden die ersten Ballen Silage. Ich
fahren wir geradeaus. Und bei der Tankstelle links. Ist ganz schön warm hier. Mal einen kleinen Sprung hier. Schanze. Glaub mir, das ist nicht gut für die Feder. Stoßdämpfe. Wenn da. Das wollte ich noch überlegen, ob ich beides zusammenlege, aber gut, auch muss ja auch nicht sein. Die Ballengröße von 10.000, da ersparen wir uns auch viel Zeit. Und dann stellen wir es rauf auf den Trigger und dann haben wir eine Weile Ruhe. So. Wie aufladen. Na, wir müssen schauen, dass wir vorne die Ballen in dem Bereich, wo er wenden muss, da die müssen weg, obwohl die, glaube ich, nicht so gefährlich gewesen wären. Ja, nehmen wir den Außen ja später. Ja, der braucht noch eine Weile. Das ist so. Bald zu lange normalerweise. Er hat noch 1, 2, 3, 4, 8 Bahnen, glaube ich. Richtig viel habe ich jetzt. Gut. Stehen lassen. Ich wollte ja was gucken. Ob es geflügt wäre. Der ist auf dem Hänger drauf. Geht nicht. Mit dem Schalllauf, ne? Dann schleichen wir uns nicht. Ohne ihn gleich rauslässt. Ja, wir müssen mal wickeln. Ich muss mal messen, ich glaube 30 Stunden war es gewesen. Das geflügt werden, das passt gut, das ist ja gar nicht so gut. Stunden. Also im Grunde ja 1, 2, 3, 7 Mal noch. Ich muss mal schauen, ob ich noch einen zweiten Traktor habe. Wir fahren mal zurück. Voll machen und dann gleich. Und die fliegen das halt nicht, das ist uns knapp.
Wo ist die Perlpresse? Da und da ist er doch. Machen wir einen Dünger rein. Der ist ja nicht so ganz so groß wie der andere. Und vorbereiten. Sonstige Lohnkosten. Erst das Sack gewesen. Kühe, wo ist eigentlich ein Wasserbehälter gewesen? Wasser geben wollte ich auch noch. Aber da haben wir noch einen anderen Traktor. Den können wir dafür nehmen. Wasser müssen wir auch noch haben. Das ist ganz wichtig. Gehen wir da oben wieder hin. Da wächst punktuell Unkraut. Oh, da kann man liegen. Mit dem kann ich leben. Kann sein, dass es das nächste Mal mehr Unkraut gibt. Aber das wollen wir mal sehen. Wasserbehälter müsste alle da hinten sein. Der Hänger ist aber ungünstig. Ja. Also Mischfutter hat noch keine Probleme, weil hier will mal gucken hier. Wasser. Irgendwann mit Wasser hier. Führung. Die Wasser. Ja, wieso will ich jetzt auch? Na, da wollten wir da hinten anfangen. So. Schauen wir mal kurz Kühe an, die so machen. Wasser wäre auch nicht notwendig, gebe ich zu. Wenn ein Kalb da ist, dann muss das vom Gewicht her anders sein. Also weit weniger als hat sich nicht geändert. Okay. Sieht auch gut aus, fast fertig. Den
Ja, gleich mit dem nächsten Ballen pressen. Hier kann man dichter rangehen, ne? Man braucht noch eine extra Brille. Wir werden noch wieder Strohballen pressen und dann, ja, Strohlager ist eigentlich im Programm drin, glaube ich. Aber wir können auch festmachen, das geht auch, lose das Lager reinbringen. So, Modus, wir wollen mal ganz kurz, der andere ist nicht gespeichert. Müssen wir aber machen. Den speichern wir gleich. Das. Ja, das. 21. Mal mit der. Also irgendwann werde ich beigehen, alles löschen. Weil ich hatte Nacht und irgendwo durcheinander komme. So. Ja, wenn er stimmt, bei einer Halbstunde ist gut, aber ist glaube ich nicht der Fall. Was passiert? Aber der ist fast fertig, der Junge hier. Naja, fast. Fliegen, ja. Machen, ne? Aber ich habe nur einen Traktor, der das leisten könnte. Ich verzichte mal drauf. Ist aktuell knapp. Ich muss mal schauen, ob die Fläche auch als Dings hält. Da muss man kurz nachdenken. Und die Fläche. Nachdenken. Muss ich gucken. Ob das als. Wenn das Gras. Ja, das abgeerntet. Das wird nicht nachwachsen, glaube ich nicht. Können wir schon mal an eine Position bringen und schon mal berechnen lassen. So, Position ist er.
Ja, passt. Dann müsste nur losfahren, der Trottel. Ja, so ist das. Ja, wo geht die Taktik unten aus, ne? Wahnsinn! Fahren wir mal runter. Den LKW wegnehmen. Wo mittendrin ist die Gefahr, da ist noch ein Ballen. So gefährlich. Dachte, wäre mehr außen. Wollen wir Gas geben. So. Auf zur nächsten Wiese. So, liebe Freunde der Landschaft, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder reinschaut. Auch dafür ein Danke. Dann seid mal Tschüss und Winke Winke. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.